Moin Moin Jungs und Mädels, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Player Review. Heute geht es um den wunderbaren 93er Joe Gomez Flashback, der relativ kurzfristig geleakt war und dann auch sehr schnell als Karte hinterher geschoben wurde, denn er war damals in FIFA 19 oder 20 im Most Consistent Tots vertreten und daran richtet sich diese Karte. 93 Rating, 91 Tempo, 93 Def, 90 Physis mit 83 Dribbling und 83 Passen. Im Dribbling-Bereich stechen natürlich auch eindeutig die 99 Reaction heraus, ansonsten sieht die Karte wirklich wild aus. Und ich will euch gerne näher bringen, ob er sich für sagen und schreibe 560k lohnt. Viele hätten ihn anfangs sogar auf 1 Million geschätzt, zumindest bei mir aus dem Chat. Muss ich sagen, habe ich ein bisschen als Quatsch angesehen. Da wurde dann das Varan-Argument gebracht, aber hier muss man ganz klar sagen, dass 90 plus Innenverteidiger vom Tempo und den Death-Stats in diesen FIFA-Teilen nicht unbedingt was Besonderes sind. Aber ist er seine Coins wert? Und hier kann ich direkt schon mal sagen, wenn ihr sie übrig habt, definitiv. Aber unter zwei ganz, ganz wichtigen Voraussetzungen. Und zwar geht es vor allem darum, dass er definitiv Shadow braucht. Denn der Versatz zwischen Antritt und Sprintgeschwindigkeit ist wirklich, wirklich ärgerlich. Ich habe ihn anfangs auf Basic gespielt, ich habe ihn auf Anchor gespielt. Es gab Situationen, das seht ihr gleich auch noch, da habe ich dann einfach Laufduelle verloren. Und das war super ärgerlich. Und dann dachte ich mir, nee, das kann nicht mehr so weitergehen. Ich habe halt gehofft, dass das Laporte ein bisschen ausgleicht, aber das war nicht der Fall. Laporte, by the way, auch sehr stark. Aber Joe Gomez, muss ich sagen, aufgrund der Dribbling-Stats und vor allem aufgrund der 99 Reaction und seinem Body-Type ist Joe Gomez wirklich, wirklich, wirklich wild, wenn man dann mit ihm klarkommt. Denn er hat Medium-Work-Rates, das ist für den einen oder anderen da draußen definitiv ein Problem und das kann ich auch verstehen. Die Leute, die sagen einfach Medium-Work-Rates, da bin ich komplett raus. Da bin ich einfach raus und da muss dann einfach jeder, sage ich mal, seinen Weg finden, damit selbst umzugehen und oder ist denn alt sein zu lassen. Aber wenn ich mir überlege, und hier haben wir zwei Szenen gesehen, wo er noch auf Anchor unterwegs war. Einmal das Laufduell, was er gegen Neymar verloren hat, plus davor die Flanke auf Ben Yedda. Fand ich auch ein bisschen weird. Muss ich sagen, fand ich auch ein bisschen weird. Und dann dachte ich mir, nee, in der nächsten Partie muss ich einfach Shadow draufpacken. Und dann sah das Ganze einfach komplett anders aus. Das war echt absolut crazy. Also, ich hatte nämlich Angst, dass seine Jumping-Stats nicht ausreichen, um eben Kopfballduelle zu gewinnen. Weil hier sieht man zum Beispiel, habe ich auch mit NK ein Kopfballduell verloren, gegen Vidic Moments. Muss man natürlich bedenken, dass der 99 Jumping hat und 99 Heading Accuracy hat. Aber unterm Strich ist das, wenn überhaupt, die einzige Schwäche, die übrig bleibt, nachdem man ihm Shadow gibt. Das Tempo, was an den Tag legt, wie er in die Bälle reinkommt, seine L2-Steps bzw. L2-Dribbling, wie man es auch immer nennen möchte, unfassbar wild. Denn zum Beispiel auch hier den Totti Mbappé hätte er eigentlich noch eingeholt, wenn ich danach nicht noch einen Fehler gemacht hätte. Also, das ist wirklich wild. Und hier wird zum Beispiel ein Carrasco easy peasy abgelaufen. Das ist jetzt schon alles auf Shadow. Gleich sehen wir noch eine kleine Szene, wo wir uns gegen Cruyff durchkämpfen. Beziehungsweise nicht durchkämpfen, sondern ihn einholen und ihn einfach danach komplett auseinandernehmen. Und das war auch wiederum der Cruyff Prime. Denn die Leute, ihr wisst es wahrscheinlich selbst, wenn ihr in einer höheren Division spielt, laufen mittlerweile mit Teams rum. Das ist einfach absurd. Und da kann man sich keine Fehler mehr erlauben, wenn es um das Tempo eines Innenverteidigers geht. Denn ich selbst als FIFA-Spieler bin einfach sehr offensiv unterwegs. Ich bin nicht der Beste im Verteidigen. Ich verteidige sehr aggressiv. Das heißt, ich brauche Innenverteidiger, mit denen ich einen Fehler machen kann und ihn am Ende vielleicht wieder ausgebügelt bekommen und zu der Kategorie gehört auf jeden Fall Joe Gomez. Das heißt, er ist für mich, Stand jetzt, um hier gleich schon mal ein bisschen zu den abschließenden Worten zu kommen, um das Fazit ein bisschen einzuleiten, für mich ist er momentan einer der stärksten Verteidiger im Spiel. Und damit meine ich, er ist besser als sein Varan, er ist für mich besser als der Sergio Ramos B-Day, seit man fängt an rumzuskillen. Und er ist für mich an sich an sogar auch auf einem Maldini-Niveau oder erinnert mich sehr, sehr stark an Maldini Prime bzw. Moments. Hier sehen wir jetzt die Situation gegen Cruyff. Super fair, ich musste nichts machen, ich bin einfach nur auf ihn zugelaufen und Cruyff hat einfach keinen Stich gesehen. Das heißt, wenn wir jetzt noch bedenken, was beim Premier League Tots noch für linkbare Spieler kommen, ob das wahrscheinlich ein Trend Tots ist, ob das diverse andere Karten von Liverpool sind, weitere Flashback-Karten, Moments-Karten und. Als Engländer von Liverpool ist er einfach super easy zu linken und sieht einfach wirklich, wirklich brutal aus. Ich kann das verstehen, wenn man sagt, Nacho mit seinem kommenden Upgrade ist auch sehr interessant, weil er nur mal 90k gekostet hat, aber man kennt nur mal den Aufpreis der Premier League und wenn man bereit ist, ihn zu zahlen, bekommt ihr einen Weltklasse-Innenverteidiger. Peace.